Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zum ersten Teil meiner Tutorial-Serie über die Generate Modifier. Ich verwende hier immer noch ein Blender 2.64 Testbild von blender.org. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu, aber wahrscheinlich gibt es auch schon die richtige Blender 2.64 Version oder eben eine Version höher. Okay, in diesem Video geht es um den Array Modifier. Okay, als erstes lösche ich mal Kamera und Lampe, die brauchen wir nicht. Und dann selektiere ich unseren Standardwürfel und wechsle zu den Modifiern und füge den Array Modifier hinzu. Wir sehen, es macht jetzt den Anschein, als ob unser Objekt ein bisschen länglicher geworden ist. Wenn ich hier einen Wert verändere, sehen wir aber, was genau passiert. Hier wird unser Objekt einmal dupliziert und direkt daneben gesetzt. Hier oben diese Einstellung habe ich im Einleitungsvideo bereits erklärt. Wir kümmern uns jetzt um diese Einstellung hier unten. Hier haben wir einmal Fixed Count, das lassen wir auch erstmal eingestellt. Und darunter haben wir einen Zahlenwert, den wir verändern können. Und je nachdem, was für eine Zahl wir eingeben, so viele Kopien werden erstellt und aneinandergereiht. Hier oben bei Fit Typ haben wir jetzt die Möglichkeit, drei verschiedene Arten auszuwählen, wie unsere Objekte dupliziert werden sollen. Einmal Fixed Count, also eine feste Anzahl. Das ist standardmäßig auch eingestellt. Dann Fit Length, das heißt, ihr gebt hier unten eine Länge ein. Und jetzt, je nachdem, was für eine Länge ihr eingibt, dann werden für diese Länge Kopien erstellt. Ich denke, das sind Blende-Einheiten in diesem Fall. Also wenn ihr das mal in der Orthographic-Ansicht anguckt, ist so ein Kästchen hier eine Blende-Einheit. Und dann haben wir noch die Möglichkeit Fit Curve. Das heißt, wenn ihr eine Bezier-Curve zum Beispiel hinzufügt und die skaliert und dann hier unten bei Curve die Bezier Curve auswählt, je nachdem wie lang eure Kurve ist, so lang oder so oft wird dann auch das Objekt dupliziert. Okay, ich lösche mal die Kurve und wähle hier wieder Fixed Count aus. Dann haben wir jetzt hier unten zweimal die Möglichkeit, einen Haken zu setzen. Einmal bei Constant Offset, das ist sozusagen eine konstante Richtung, in dem unsere Kopien verlaufen sollen. Ihr seht, wenn ich hier zum Beispiel einen Wert eingebe, 5 zum Beispiel, dann geht das alles in der X-Achse, das ist ja hier die X-Achse. Ihr könnt zusätzlich auch noch in Y- und in Z-Achse die Richtung einstellen, dann sehen wir, werden die Kopien in diese Richtung verschoben. Natürlich könnt ihr auch jeweils immer nur einen Wert eingeben. Wenn ich hier mal 3 zum Beispiel eingebe und im Edit-Mode unser Objekt verändere, bleiben die Kopien immer an derselben Stelle. Das ist nämlich bei Relative Offset anders. Hier sehen wir, haben wir auch für X, Y und Z die Werte, genauso wie hier auch. Nur, wenn ich jetzt hier unser Objekt verändere, also wenn es zum Beispiel sich jetzt die Breite verändert, dann werden jetzt die Objekte relativ auseinandergeschoben, je nachdem, wie groß euer Objekt ist. Und in manchen Fällen ist das auch wirklich sehr praktisch, wie wir nachher vielleicht noch sehen werden. Dann haben wir hier unten noch den Merge-Wert und die Distance. Und hier können wir jetzt einstellen, je nachdem wie dicht die Objekte kommen, werden die dann miteinander verbunden, so dass es aussieht, als ob es nur noch ein großes Objekt ist. Also Merge heißt verbinden. Und bei der Distanz gebt ihr ein, ab wie viel oder ab welchen Abstand die Objekte sich miteinander verbinden sollen. Zu First Last kommen wir gleich. Jetzt füge ich erstmal noch ein Empty-Objekt hinzu. Wir können nämlich ein anderes Objekt als zum Beispiel Rotierungsachse verwenden. Ich aktiviere mal Object Offset und wähle hier das Empty Object aus. Hier oben wähle ich jetzt mal unser Empty Object und rotiere es in Z-Achse. Und wir sehen, je nachdem wie ich es rotiere, werden auch unsere Kopien eingedreht. Auch kann ich es ganz individuell rotieren und wie ihr seht, die Kopien drehen sich hier auch wild ein. Also wenn ihr zum Beispiel den Modifier jetzt animieren würdet, könntet ihr hier irgendwelche Roboter-Tentakelarme erstellen. Nur als Beispiel. So. Und genau hier kommt nämlich auch dieses First Last ins Spiel. Wenn ich jetzt mal die Duplizierung so weit erweitere und auch ein bisschen dichter zusammenschiebe, dass die verbunden werden, dann seht ihr, bleibt die erste und die letzte Kopie voneinander getrennt. Und darum müsst ihr First Last aktivieren, dass der erste und der letzte auch miteinander verbunden werden.
Und dann haben wir hier einen geschlossenen Kreis. Okay, ich deaktiviere mal diese Option hier und schiebe das mal auseinander. Ihr seht ja jetzt, das Ganze ist jetzt ein Objekt. Was wäre jetzt, wenn ihr all diese Objekte wieder einzeln bearbeiten wollt? Das ist auch möglich und auch gar nicht so kompliziert. Und zwar drückt ihr einfach auf Apply. Dann könnt ihr im Edit-Mode schon mal jeden einzelnen extra bearbeiten, aber es ist immer noch ein Objekt. Und wenn ihr jetzt im Edit-Mode mal mit A alles auswählt, P drückt und dann bei Loose Parts auswählt und dann in den Object-Mode zurückwechselt, seht ihr, wurde jeder Würfel jetzt wieder als extra Objekt umgewandelt. Und wenn ich einmal alle auswähle und hier oben Origin to Geometry auswähle, sind auch alle Mittelpunkte wieder bei den einzelnen Objekten. Okay, ich lösche das mal. Das sind jetzt erstmal die grundlegenden Einstellungen zu den Array Modifier. Jetzt möchte ich euch ein paar Beispiele geben, wie ich zum Beispiel den Array Modifier schon angewendet habe. Als erstes möchte ich einen Zaun erstellen. Das habt ihr vielleicht schon in meinem B-Mesh Tutorial gesehen. Ich zeige das jetzt hier trotzdem nochmal, weil da gibt es noch ein paar interessante Einstellungen. Ich füge mal einen Circle hinzu und mache die Vertices hier auf 8. Im Edit-Mode skaliere ich das mal ein bisschen kleiner und extrudiere das in Z-Achse. Hier oben extrudiere ich das nochmal, skaliere das ein bisschen und mache jetzt hier sowas wie eine Kugel rauf. So, das hier oben können wir schließen mit F. Dann wähle ich die Flächenselektion, halte Alt gedrückt und wähle hier einmal diesen Loop aus, Shift und D. Rotiere den um 90 Grad und skaliere den ein bisschen kleiner und ein bisschen in Y-Richtung. Den schiebe ich hier hoch. So, Shift und D und hier unten schiebe ich auch noch einen hin. Dann drücke ich auf Smooth. Hier ist jetzt ein normaler Fehler. Ich gehe in den Edit-Mode, wähle alles aus, Steuerung N und dann sieht es wieder ordentlich aus. Das ist jetzt unsere Grundform von unserem Zaun, das nenne ich auch mal Zaun. Und da füge ich jetzt den Array-Modifier rauf. Ihr seht, es wird in die falsche Richtung dupliziert, es muss in die Y-Richtung. Darum gebe ich hier bei Y einfach mal 1 ein. Und ich lasse auch Relative Offset, denn wenn ihr zum Beispiel jetzt das Geländer noch ein bisschen verlängert, verschiebt sich das andere dann automatisch und das ist wirklich sehr praktisch. Darum ist es bei diesem Beispiel sinnvoll, Relative Offset zu aktivieren. Merge könnt ihr auch noch aktivieren, dass die hier an diesen Stellen verbunden werden. Und dann lasse ich das einfach mal 15 Mal wiederholen. Dann haben wir hier schon mal so einen langen Zaun. Dann dupliziere ich diesen Zaun einmal, lösche den Array Modifier und wechsle in den Edit Mode. Die beiden Flächen schließe ich und dann füge ich auch hier noch so eine Art Kugelverzierung hinzu, was auch immer. Das wird jetzt nicht bei beiden gleich aussehen, aber es soll ja nur ein Beispiel sein. So. Dann dupliziere ich diesen einmal, wechsle in den Edit Mode. Mit Shift und C setzt ihr den Cursor in den Mittelpunkt. Und jetzt drückt ihr Punkt auf der Tastatur, damit die Bearbeitungsachse zum Cursor springt. Jetzt können wir mit R, Z und 180 das einmal um 180 Grad drehen. Dann drückt ihr Komma auf der Tastatur, dann springt das wieder zurück. Dieses Ding nenne ich jetzt mal Zaun Ende und das andere Zaun Anfang. Jetzt wähle ich unseren Hauptzaun aus und hier unten bei Start Cap wählen wir Zaun Anfang und bei Endcap Zaun Ende. Diese beiden Objekte können wir mal fürs Rendern und im 3D-View ausstellen, damit die uns nicht stören. Und wir sehen, jetzt haben wir hier am Anfang so ein Ding und am Ende. Wenn wir diese beiden Sachen nicht aktivieren würden, dann wäre jetzt einfach der Zaun hier offen und das wäre ja nicht so schön. Gut, das speichere ich mal unter Array Modifier Version 1. Okay. Dann möchte ich euch noch ein Beispiel zeigen. Und zwar wechsle ich mal auf Ebene 2 und füge mal einfach einen Würfel hinzu, bearbeite den im
Edit Mode, skaliere den ein bisschen größer, schiebe das Dach hier ein bisschen runter, füge einen Loop Cut hinzu, schiebe den hier hoch. Das ist jetzt mal unser ganz modernes Haus. Und ich blende das einmal kurz aus, füge eine Plane hinzu und extrudiere die ein bisschen, schiebe das hier nach innen. Das ist jetzt unser Fenster. Das nenne ich mal ein Fenster und das in Haus um. Hier oben stelle ich mal Visible Layers ein, dann sehen wir nur alle Objekte, die hier auf dieser Ebene sind. Dann sehen wir nicht die Objekte von der Ebene 1 hier vorne. So, das ist jetzt unser ganz tolles Fenster. Dann aktiviere ich mal unser Haus und schiebe unser Fenster mal hier zur Seite. Rotiere das mal und schiebe das hier an unser Haus an. So hier zum Beispiel. Und dann füge ich den Array Modifier hinzu. Und füge vier Fenster hinzu und schiebe die ein bisschen dichter aneinander. Das ist perfekt so. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Fenster auch auf die gegenüberliegende Seite und so weiter setzen wollt, dupliziert das und zwar nicht mit Shift und D, sondern mit Alt und D. Dann wird nämlich eine verlinkte Kopie erstellt. So, und das schiebe ich jetzt einfach mal hier rüber, rotiere das, Y 180 Grad, schiebe das hier an unser Haus ran. Und das Tolle ist, wenn ihr eine verlinkte Kopie macht, könnt ihr, ich mache das nochmal, Alt und D, könnt ihr das hier runterschieben und individuell den Modifier verändern. Aber wenn ihr in den Edit-Mode wechselt und hier zum Beispiel noch ein detailliertes Objekt hinzufügt, wie zum Beispiel diesen Würfel, den ihr jetzt hier an die Kante setzt, das ist jetzt unsere Schraube, die dupliziere ich und verschiebe die hier. So, dann wird das nämlich auch bei allen anderen Objekten gemacht oder bei allen anderen Fenstern. Denn wenn ihr eine verlinkte Kopie macht, wird zwar das Objekt kopiert, aber der Mesh, der bleibt bei allen Objekten gleich. Ihr seht, wenn ich dieses Fenster hier selektiere und in den Edit Mode wechsle, dann leuchten hier hinten diese Mesh-Objekte überall auf. Das heißt, hier sehen wir, das Mesh-Objekt heißt Plane und ihr seht, überall ist der gleiche Name und das leuchtet auch überall auf. Das heißt, diese drei Fensterobjekte verwenden den gleichen Mesh. Falls ihr einmal aus Versehen das Objekt mit Shift und D dupliziert und ihr jetzt trotzdem das als verlinktes Objekt haben wollt, dann selektiert einfach euer Fenster, dann mit Shift dieses hier und dann Steuerung L und wählt Object Data aus. Dann habt ihr jetzt den Mesh von diesem Objekt auf dieses kopiert. Und ihr seht, wenn ich jetzt dieses verändere, verändert sich das auch bei allen anderen. Dieses verlinkte Duplizieren ist natürlich jetzt nicht auf den Array Modifier beschränkt. Das könnt ihr natürlich überall hier in Blender verwenden. Aber beim Array Modifier macht es auf jeden Fall Sinn. Zum Beispiel, wenn ihr ein Objekt habt oder ein Haus, was verschiedene Wände hat mit verschiedenen Größen, dann könnt ihr die Fenster da einfach duplizieren und aneinander reihen. Das speichere ich jetzt nochmal. Und jetzt möchte ich euch noch zwei, drei kleine Beispiele zeigen, wo ich den Array Modifier bei Projekten angewendet habe. Zum Beispiel bei dieser sehr aufwendigen Bohrinsel. Wir sehen, die läuft schon ziemlich ruckelig. Darum stelle ich mal ein paar Ebenen aus. Hier sehen wir zum Beispiel diese Beine, diese Gerüstbeine. Die habe ich mit dem Array Modifier erstellt. Wenn ich den mal ausstelle, sehen wir, ist das in Wirklichkeit nur so ein kleines Objekt hier. Dann hier auch diese Leiter zum Beispiel habe ich mit dem Array Modifier erstellt. Oder auch hier ringsrum diese Zäune, hier den Array Modifier. Bei diesem Geländer, was hier so schräg runtergeht, habe ich einfach den Array Modifier applied und dann im Edit Mode das verändert. Genau, und ihr seht, hier sind ja überall diese Gerüstteile, auch hier. Überall habe ich den Array Modifier angewendet. Und natürlich auch bei den Fenstern hier, so wie ich euch das gezeigt habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier dieses Fenster im Edit Mode verändere, bisschen skaliere, verändert sich das dann auch automatisch bei allen anderen Fenstern hier auf der ganzen Bohrinsel. Genau, und das ist ja ein perfektes Beispiel, wie man den Array Modifier an vielen verschiedenen Stellen anwenden kann. Selbst hier unten bei der Treppe, hier, habe ich den Array Modifier verwendet. Das spart alles erheblich viel Zeit beim Modellieren, wenn man nicht jedes Objekt
sonst wie oft duplizieren muss, wenn man den Array-Modifier verwendet. Okay, ich denke, das war's jetzt mit dem Array-Modifier-Tutorial. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ich hoffe, ihr wisst jetzt, was man mit den Array-Modifier so alles anstellen kann. Wenn ihr Lust habt, dann schickt mir einfach als Videoantwort oder per E-Mail mal eure Sachen, was ihr mit den Array-Modifier so gemacht habt. Okay, das war's jetzt mit diesem Teil und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Da geht's dann weiter mit den Bevel-Modifier. Bis dahin!